Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zu einem weiteren For Honor Video. Und zwar ist der neue Wulin-Held erschienen. Das ist hier die gute. Ich habe sie auch weiblich gestellt, weil mir das einfach besser gefällt vom Aussehen her. Die Klasse nennt sich, da steht es, Sun Hu. Wenn man das Z bei, in der chinesischen Sprache so mitspricht. Ich weiß es nicht ganz genau. Oder vielleicht Zhan Hu oder Xian Hu. Es ist halt chinesisch Sun Hu. Das ist die Klasse, zählt zu den Hybriden. Und spielt sich schwierigkeitsmäßig Mittel. So, der Name von der weiblichen Zhan Hu ist Fu Huo. Und der männliche Part von Zhan Hu, der heißt Sun Da. So wie auch die Season 12 in For Honor heißt. Sun Da, das ist der männliche. Und das hier ist Fu Huo. So sind die Namen von denen. Naja, komplizierte Namen, aber der Vollständigkeit halber wollte ich das auch nochmal erwähnen. So, und ich werde heute ein wenig hier die Aktionsliste mal zeigen, wie ich das immer mache, wenn neue Helden in For Honor erscheinen. Vielleicht hilft dem einen oder anderen das, da schon mal einen Einblick zu bekommen von der neuen Klasse. Denn ja, sie ist jetzt erst seit gestern, 7. November, für die Season Pass-Besitzer spielbar. Und die anderen Leute ohne Season Pass können sich dann wieder eine Woche später die für Stahl kaufen. Aber um schon mal einen Einblick zu bekommen, ob die Klasse vielleicht etwas für euch ist, gehe ich das heute hier nochmal durch die Aktionsliste und die Standardangriffe und so weiter. Wie ihr seht, viele Ketten oder lange Ketten hat sie nicht oder hat die Klasse nicht. Zwei leichte können wir, zwei schwere, einen leichten und einen schweren, also Standard halt, ne, schwer, leicht und so weiter. Und Ausweichfähigkeiten können wir dann auch links und rechts ausweichen und dann einen leichten machen oder einen schweren machen. Die werde ich gleich auch alle nochmal zeigen und was da die Besonderheiten nochmal sind beim Ausweichen und so weiter. Dann können wir nach vorne dashen und einen leichten machen, nach vorne dashen auch und einen schweren machen. Ähnlich auch wie zum Beispiel beim Kensei und sowas. Gut, vorne dashen und schweren kann der Kensei mittlerweile, doch kann er doch auch schon, ne? So, absolut Amplitude, das ist die Zone Attack mit ein komisches Zeichen noch da dran, wahrscheinlich, weil man die nicht ausweichen kann. So, Symbollegende, was ist das? Deinem Angriff kann nicht ausgewichen werden, genau. Die Zone Attack kann man nicht ausweichen und so weiter. Bändigender Gegenschlag, das ist der überlegende Block, den er auch hat. Sprintangriff ist ja wie bei jeder Klasse. Und auf der linken Seite nicht blockbare Kettenabschlüsse, deine Kettenabschlüsse sind nicht blockbar. Ihr seht, Kettenabschüsse, die Ketten, sind immer nur zwei Schläge und der zweite Schlag davon ist immer unblockbar, egal ob es ein schwerer oder ein leichter Angriff ist. So, sollte euch das Video vielleicht heute gefallen und ihr schon mal hier den Einblick hilfreich finden, könnt ihr ganz gerne einen Daumen nach oben da lassen für die Unterstützung des Videos. Und jetzt gehen wir mal die Schläge durch. Also, der zweite Kettenschlag ist immer unblockbar, auch bei einem leichten. Hier sieht man das, das waren einfach zwei leichte Schläge. So. Und von der anderen Seite. Ihr seht, die leichten sind nicht besonders schnell. Gerade der zweite Kettenabschluss ist ein leichter, aber von der Bewegung her hier könnte man das auch locker parieren. So, den letzten Schlag gehen wir mal so. Nehmen wir schon mal einen von den neuen Finishern. Natürlich habe ich hier als Bot-Gegner einen Ritter gewählt, weil ich gerne Ritter verprügel. So, das waren die leichten. Dann geht natürlich auch leicht und dann schweren von links zum Beispiel. Oder leicht und den schweren von rechts. Das sind halt immer unblockbare Schläge. Und den von oben. Sind von der Bewegung her alle etwas anders. Da kann ich euch schon mal eine Empfehlung geben. Wenn ihr einen schweren Kettenabschuss machen wollt, dann nehmt die linke Seite. Ihr seht nämlich zum Beispiel der von oben. Da kommt nochmal so eine extra Bewegung und dauert sehr lange und kann von Gegnern sehr leicht ausgewichen werden. Ein Schritt zur Seite, ihr trefft schon nicht mehr oder ihr werdet pariert. Und von der rechten Seite hier, da kommt auch erstmal noch so eine Drehung. Trifft auch nicht besonders gut. Der einzige, der noch ansatzweise gut zu gebrauchen ist, ist der schwere von links. Also hier Start und dann macht ihr den von links. Der ist definitiv ein wenig brauchbarer. Also wenn ihr schon einen schweren Abschluss machen wollt, schlagt linke Seite und vergesst die anderen. Hier seht ihr nämlich, das ist nämlich so ein normaler Schlag. Trifft auch öfters mal, wenn der Gegner versucht auszuweichen, denn nur deswegen. So, das war leicht schwer und dann gibt es natürlich auch noch schwer, 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 schwer. Oder ihr macht einen schweren Anfangsschlag und den zweiten dann unblockbar als leichten. Also schwer, leicht geht ja auch.
Das ist also eigentlich schon das Spezielle daran, dass der zweite Schlag immer unblockbar ist. Dafür aber auch dementsprechend langsam, ne? Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass die Schläge alle sehr gut pariert werden von den Gegnern. Das ist ziemlich frustrierend. Gerade wenn du so schlägst und dann von der Seite eine leichte Kombo. Das sind zwei leichte Schläge. Und selbst da wird der Unblockbare locker pariert von vielen Gegnern schon. Und der bringt dir dann einfach gar nichts. So, Zone Attack haben wir dann noch. Das ist das Ding. Der coole Bodendreher hier. Sieht cool aus. Ist ein Schlag. Kann nicht ausgewichen werden. Und auch die Zone Attack könnt ihr verketten. Also, ihr habt ja gesehen, die normalen Ketten sind ja immer nur zwei Schläge. Und wenn ihr zwischendrin noch eine Zone Attack macht, dann kriegt ihr es hin, drei Schläge aneinander zu reihen. Das ist aber auch schon das Maximum bei Zunda, so wirklich. Weil der nächste Schlag wäre der ja dann immer ein Kettenabschluss, also ein unblockbarer. Und danach müsstet ihr dann, nach dem unblockbaren, müsstet ihr die Kette wieder neu starten. Aber drei Schläge kriegt ihr hin. Wir haben noch die Dash-Schläge, die habe ich auch vergessen, aber gucken wir erstmal mit der Zone-Attack. Wenn ich jetzt einen schweren mache, dann die Zone-Attack und jetzt noch einen schweren, dann sind es drei Schläge und der dritte ist dann erst, der unblockbare. Kostet natürlich viel Ausdauer, weil dazwischen drin halt eine Zone-Attack ist. Könnt ihr auch einen leichten machen. Mit einem leichten Anfang könnt ihr auch. Und dann den Zone-Attack machen. Und danach einen schweren Abschlussangriff zum Beispiel. Das wären dann immer drei Schläge. Und ihr macht einen leichten dann. Und den leichten dann als Abschluss. Das geht auch. Also das sind drei Schläge, die ihr aneinander reihen könnt, wenn ihr zwischendrin einfach eine Zone Attack macht. So, die Dash-Angriffe habe ich noch nicht gezeigt. Ich versuche mich heute ein bisschen kürzer zu halten, damit das nicht zu lang geht, das Video. So, Dash-Angriffe nach vorne und leichten. Das ist der. Der ist ziemlich schnell. Damit könnt ihr auch viele Gegner auch mal überraschen und so. Macht halt nur nicht so viel Schaden, ne? Seht ihr, es sind 14 Damage. Das ist nicht so viel. Aber ihr könnt danach halt noch einen leichten von der Seite machen. Einen leichten dann nochmal von oben würde ich nicht unbedingt machen, weil der andere Schlag kam ja schon von oben. Oder nach vorne dashen und schweren. Das ist dann das hier. So, der kommt... Ja, ähnlich wie andere schwere Angriffe in der Variation. Es gibt ja viele Klassen, die nach vorne dashen können und den schweren machen. Ihr seht schon, Gegner kann dann locker ausweichen. Danach einen leichten ist unblockbar. Danach einen schweren von links könnt ihr auch machen. Und das war's auch eigentlich schon mit den Schlagvarianten von der neuen Klasse. Die einzige gute Kombination ist halt, wenn ihr noch zwischendrin immer noch eine Zone Attack reinhaut, dann könnt ihr mal eine längere Combo starten. Ansonsten die Recovery Zeit, also wenn ich jetzt so schlage, bis sie dann wieder in normaler Angriffsposition ist, dauert das recht lange. Diese Zeit könnt ihr abbrechen, indem ihr Ausweichen macht, einen Ausweichangriff macht oder eine Zone Attack. Also ihr und danach gleich die Zone Attack, dann kommt das viel schneller, als wenn ihr so zwei Schläge machen würdet, weil die Recovery-Zeit halt da ist, ne? Oder ihr macht halt einen Ausweichschritt, also einen Schlag so und dann zur Seite ausweichen. Dann könnt ihr das auch ein bisschen verschnellern hier mit der Recovery-Zeit halt. So, also die Rückbewegung, ne? Von dem Schlag her. So, Ausweichschläge habe ich noch gar nicht gezeigt, ne? Ausweichen leicht. Ihr seht, wenn ich einen leichten Angriff mache, hier... Also ich weiche nach links aus, drücke den leichten Angriff, dann kommt der Schlag auf der rechten Seite. Ähnlich wie beim Kensei. Nur beim Kensei ist es ein schwerer. Bei Nobushi ist es auch noch ähnlich. Die kann ja auch ausweichen und schweren und leicht machen, die je nachdem immer von der anderen Seite kommen. Hier ist das so. Links ausweichen, leichten Angriff, schlägt der rechts. Wenn ich aber links ausweiche und einen schweren Angriff mache, schlägt sie... Auch links. Links ausweichen schwer, linker Schlag. Links ausweichen und leicht,
kommt der Schlag rechts. Andere Seite natürlich genauso, ne? Rechts ausweichen. Leicht. Da, wo der Gegner die jetzt seinen Block hat, dann sieht man das ganz gut, dass er den blockt. Also wäre hier die angebracht, rechts ausweichen und schwer. Da blockt er nämlich nicht. Oder danach den leichten oder schweren als Abschluss oder eine Zone Attack. Also ihr könnt rechts ausweichen, Zone Attack und dann noch einen schweren da über. Also Zone Attack könnt ihr immer zwischen irgendwelchen Ketten, könnt ihr immer gerne eine Zone Attack machen, einfach um eure Combo noch ein bisschen zu verlängern. So, das war das. Und die letzte wichtige Sache, der überlegende Block, den ich schon angesprochen habe, lassen wir den guten Gesetzesbringer hier mal zweimal schlagen. Zum Schlag hin ausweichen, also Deflect-mäßig. Zack, da könnt ihr dann hin ausweichen zum Schlag und die Guard-Break-Taste drücken, also Viereck auf der PlayStation, X auf der Xbox und auf dem PC, je nachdem, was ihr da als Guard-Break benutzt. Guard-Break-Taste. Und ihr seht, dann haut sie mit der Handkante zu und stunt den Gegner. Ihr seht den Effekt auch um seinen Kopf rum. Gegner ist gestunt, kommt dieser Blitzeffekt, sieht momentan dann nichts mehr. Und danach könnt ihr eine Zone-Attack machen. Und dann den Abschlusskette. Zack. Zone-Attack. Leichten. Oder einen schweren, je nachdem, wie ihr das wollt. Schwerer von der Seite zum Beispiel. Au. Jetzt hat er mir einen ordentlich reingedrückt. Da war ich zu langsam. Wie immer. Und der Abschluss. So, das waren auch schon die Besonderheiten der neuen Klasse Zanzu. Zanzu? Vielleicht auch Zanzu, wenn man das... Spricht man Z im Chinesischen richtig scharf? Ich weiß nicht. Ich kenne mich da mit der Sprache nicht so gut aus. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da bessere chinesische Kenntnisse habt. Das müsste... Ich weiß auch nicht mal, ob das Kantonesisch oder Mandarin ist. So. Also, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Held so findet. Meine Meinung bisher, kann ich euch auch mal sagen. Ich habe den Held jetzt, wie man sehen kann, hier auf Ruhm 1 gespielt. Ruhm 1, Level 1 bin ich jetzt gerade. Ruhm 1 also schon erreicht, also schon einige Runden gespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Klasse großartig noch weiterspielen werde, weil sie mir einfach nicht liegt. Aus folgenden Gründen, ich finde die zu langsam. Ich finde die leichten Angriffe zu langsam. Selbst wenn ich hier so mache und den, also links einen leichten mache und dann rechts einen leichten, kommt das so häufig vor, dass der leichte Angriff sofort pariert wird und ich dann einen schweren Schlag reinbekomme. Das Einzige, was richtig gut ankommt, ist halt hier, ne, nach vorne dashen, zack, weil das so überraschend kommt. Und selbst dann hier der leichte danach trifft nicht immer. Das wird, viel wird pariert schon bei der... Da haben sich die Leute schon eingestellt. Oder die Leichen sind einfach so langsam, dass die Leute keine Probleme haben, die zu parieren. Und das macht mir zum Beispiel weniger Spaß. Wenn ich halt leichte Angriffe habe, wo die Gegner da schon parieren, dann brauche ich ja schwere Angriffe gar nicht erst machen. Klar, man kann schwere Angriffe antäuschen, aber antäuschen finde ich mega, mega öde. Ja, selbst wenn ich jetzt den Unblockbaren hier mache von der Seite... Hier. Selbst die kann man ja abbrechen, ne? Da. Kannst halt viel antäuschen und dann doch noch von der Leichte von der anderen Seite machen. Wenn ihr so gerne spielen mögt, dann probiert es halt aus. Ansonsten, wenn ihr versucht, mit den Unblockbaren hier durchzukommen, so sehr häufig werden die einfach pariert. Und das ist was mich... ein bisschen stört, was mir nicht so viel Spaß macht. Da bin ich mit der Hulda zum Beispiel besser zurechtgekommen. Aber Geschmäcker sind natürlich verschieden. Jeder mag andere Helden und probiert sie halt aus. Ich finde sie vom Aussehen, die Klasse allgemein, das Outfit und so, richtig elegant. Gefällt mir schon sehr gut. Aber für mich ist es ein bisschen zu langsam. Meine Spielweise passt da nicht ganz gut. Außer hier ausweichen und so.
wenn man dann schweren macht, geht. Außer es wird dann, die Leute, ja, gewöhnen sich dann dran, dass der Schlag jetzt hier von der Seite kommt und so. Klar, man muss immer ein bisschen raten. Kommt der leichte von der Seite oder kommt der schwere? Das ist halt... Ein bisschen raten muss man schon, aber... Meine Erfahrung, die ich jetzt bis rum 1 habe, ich werd sehr häufig pariert. So. Also, ich hoffe, das Video konnte euch trotzdem ein bisschen weiterhelfen, hier ein erstes Gefühl für die Klasse zu bekommen, ersten Einblick, ob sie vielleicht für euch was ist. Dann, ja, spart euer Stahl. 15.000 wird es wieder kosten, wenn er dann für alle verfügbar ist. Und ja, probiert es selber aus. Ja. Ansonsten sage ich wie immer, vielen Dank, dass ihr hier eingeschaltet habt, dass ihr mir zugehört habt. Und wenn es euch geholfen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sage ich wie immer, ciao, ciao. Bis zum nächsten Video oder nächsten Livestream hier auf meinem Kanal. Bis dann, ciao.